Remake? Seid ihr auf dem Weg nach hoch? Hauptsächlich Nahrungsvorräte wie Stockfisch oder Pökelfleisch. Also werden wir machen. Sachen, die lange haltbar sind. Die Graubärte kommen nicht oft raus, wenn ihr versteht, was ich meine. Und als Gegenleistung? Es gibt eine Art Übereinkunft zwischen uns. Es wäre einfach nicht richtig, für ein paar konservierte Lebensmittel etwas von ihnen zu verlangen. Das Problem ist, dass meine Beine nicht mehr so kräftig sind wie früher. Hm. Und die 7000 Stufen ihren Tribut fordern. Ja, ja. Wirklich? Das wäre nett von euch. Ich muss ja eh hoch. Nehmt diesen Beutel mit Vorräten. Wenn ihr oben angekommen seid, seht ihr die Spendentruhe, in die ihr den Beutel einfach hineinlegt. Mach ich. Das war es schon. Klar. Auf was soll ich da so achten? Es gibt manchmal Wolfsrudel oder streunende Tiere, aber ja, mit mehr hatte ich noch nicht zu tun. Das ist ja auch echt lächerlich. Jemand wie ihr nicht fertig werden kann. Eben, ich habe ja mein Schweizer Taschenmesser dabei. Klar. In diesem Wetter können die Stufen gefährlich sein. Okay. Und sonst so? Ich war schon oft im Kloster. Hab mir aber die Graubärte noch nie angesehen. Ich möchte es auch gar nicht. Ey, warum? Als Meister des Turm können sie jemanden mit einem einzigen Wort töten. Nicht, dass sie das vorhätten. Sie scheinen friedfertig, stirb, aber ich würde sie nicht provozieren. Okay. Seid vorsichtig. Ja, ja. Ich reise mal kurz nach Hause, wo unsere Tochter wahrscheinlich immer noch nach uns sucht. La la la. Dann schmeißen wir erstmal den ganzen Klumpatsch weg. Verticken können wir später. Das Geld brauche ich gerade nicht. Ich habe gesagt, die soll ich im Haus nicht rennen. Ich hasse es. So, hier haben wir das alles. Weg. Weg. Brauchen wir aktuell auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Die lasse ich mal da, falls ich sie brauche. Die können wir später mal verscherbeln. Die würde ich auch mal da lassen. Nee, ich habe noch kein Amulett von Mara. Ich möchte mir aber auch Zeit lassen. Weiß denn, nichts überstürzen. Die Damenwelt erstmal so ein bisschen kennenlernen. Also warte, Waffen. So, und das kann dahin. Das kann alles hier bleiben. Bin immer noch da. Ja, ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Danke. Dann mal los. Ja, gleich. Mach mal sofort, Lydia. Ja, wie gesagt, kein Stress. Ich wüsste tatsächlich auch aktuell nicht mal, wem ich diese Ehre zuteilkommen lassen würde. Von daher. So, das kann erstmal alles hier bleiben. Achso, ja klar. Ergibt Sinn. Sehe ich ein. Papa, ihr seid wieder da. Könnte ich ein paar Goldmünzen zum Ausgeben haben? Bitte. Oh, Wahnsinn! Damit kann ich ja den ganzen Markt leer kaufen. Toll! Rich Kid! Verwöhntes scheiß Einzelkind. Wir haben ja ein bisschen was davon, also von daher.
So, von hier aus werden wir wieder laufen. Ja, laufen müssen, ne? Toll. Scheiß Berg hoch. Da habe ich ja Lust drauf. Ich. So sportlich, wie ich bin. Wirklich ausgerechnet jetzt belästigen? Tut mir leid, dass es euch belästigt, wenn ich an euch vorbeilaufe. Ihr Dirnenspross. Autismus. Könnte man bringen, ne? Ich meine. Diese verdammten Bären machen mich verrückt. Ja. Lydia ist jetzt auch nicht unbedingt die hässlichste. Gut, sie ist auch nicht die hübscheste. Ja, was war das denn jetzt? Komische Dinge geschehen. Was ich aber sagen wollte, es gibt halt auch noch andere als Lydia, die auch hübsch sein können. Emblem 1. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Cool. Wollen wir Stufen zählen, ob das wirklich 7000 sind? War ein Spaß, mache ich nicht. Ja, das schon, aber weißt du, man kann auch neue Leute kennenlernen, die cool sind. So vom Prinzip her. Ich meine, vor meiner Frau habe ich ja auch andere Frauen kennengelernt und habe nicht die erstbeste geheiratet. Wäre irgendwie... Oh Gott, hätte ich das gemacht, das wäre schlimm gewesen. Da waren einige nicht so coole dabei. Seid ihr hier irgendwie Wachposten oder wie schaut das aus? Eiler, die Jägerin. Kennen wir die schon? Weiß ich gar nicht. Alter, die Alte, ne? Außen ist mir einfach zu langsam. Moin. Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrotka emporsteigt. Klar. Ja, bitte? Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, das wenn bin die das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Drachenblut. Ich bin gerne hier oben. Mhm. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Oh Gott. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Ja. Besuchte die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Ah! Ich klettere sowieso nie ja. so hoch. Manche, kann man machen. Die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Ja, ich habe gehört, die sind nicht so gespielt. Oh, voll unbequem jetzt langsam. Ja, ganz ehrlich, danke fürs Gespräch. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die Griechen Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Boah, das würde ich mir manchmal wünschen. Menschen ohne Stimmen. Also, gut, es gibt stumme Menschen, aber es gibt halt auch dumme Menschen. Und die reden meistens sehr viel. Boah, das wäre schon cool. Ein Eisbär. Ja, ich mach dem halt. Ich hab dem halt einfach null Schaden gemacht. Und ich hab auch wieder nicht gespeichert. Das nur mal so am Rande. Warum? Normalerweise speichert er doch immer nach dem Schnellreisen. Warum macht er das? Mal macht das, mal nicht. Wenn ich es brauche, macht das nicht. Wenn ich es nicht brauche, macht das. Es ist doch. Ich fürchte die Nacht.
grundsätzlich. Gefährtenquest ist schon geil. Ich habe nur momentan noch keinen Bock, Werwolf zu werden. Das werden wir auch noch machen, aber jetzt möchte ich erstmal. Ich möchte erstmal ein bisschen Mensch sein hier. Damit habe ich nämlich aktuell noch gefühlt genug zu tun. So. Bogen. Was war denn das für ein Luschenschuss? Und wo ist denn Lydia überhaupt schon wieder? Ja, weiß ich noch nicht, Vampir. Was? Ich denke mal, das ist jetzt schon so ein Thema Geschmackssache. Aber aktuell möchte ich tatsächlich noch keins von beiden. Aber wir werden sowohl Vampir mal werden, wir werden auch mal Werwolf werden. Alles ja zu seiner Zeit. Jetzt noch nicht. Danke, Lydia, übrigens für deine wirklich atemberaubende Hilfe. Du bist... Ja, eigentlich bist du nur zum Kotzen. Wenn ihm jetzt bei diesem Schneebären nicht gleich ein bisschen zur Hand geht, setze ich die irgendwo aus, mitten in der Wildnis. So, hier haben wir wieder die beiden Wachböcke. Guten Tag, hallo. Ich habe das Gefühl, der bleibt an den Stufen immer so ein bisschen hängen. Tag. So, irgendwo hier war der doch. Ja gut, Vampire mögen halt Sonne nicht so sehr. Das wissen wir. Das weiß eigentlich jeder. Erstes Durchbruch, ich werde wohl von... Ich glaube, es ist beides sehr interessant. Ich bin aber halt grundsätzlich sowieso noch sehr schlecht und das als Mensch. Deshalb warte ich noch. Gut, ich würde mich so oder so am Ende heilen. Ich will am Ende hier als Mensch rauskommen. Das ist schon mein Ziel. Primär. Ich hab dich gesehen. Du brauchst jetzt gar nicht so tun, als wärst du nicht da. Hä, wie aggro ist der denn? Oh, komm, Lydia, mach mal du. Der ist schon krass. Im Vergleich zu dem normalen. Fupp. Ich bin Nord. Ich weiß, ich kann jetzt auch nicht mal sagen, warum es so passiert. Es war ein Unfall. Ich bin aus Versehen Nord. Liegt, glaube ich, einfach nur daran, dass ich generell so nordisch sehr mag. Wo zum Teufel... Wo ist Lydia schon wieder? Blöde Mistkuh. Na dann ist super. Vielleicht habe ich ja mal einfach instinktiv irgendwas richtig gemacht. Wäre ja sehr schön.
So, hier haben wir die nächste Tafel. Da schauen wir mal schnell. Der junge Geist der Menschen war stark in der alten Zeit. Sie hatten keine Angst, gegen die Drachen und deren Stimmen zu kämpfen. Aber die Drachen schrien sie einfach nieder und brachen ihnen das Herz. Oh, die Arme. So, nicht, dass wir hier gleich wieder von irgendeinem blöden Eisbären überrascht werden. Boah, ist voll kalt hier oben. Wo ist der Sommer? Argonia, von der Story her sind sie schon interessant, ja. Das stimmt. Aber ich kann mich halt mit denen nicht wirklich identifizieren. Und die Nord? Ja, halt schon. Weißt du, so Wikingermäßig, schöne Bärte. Da sehe ich mich. Wer bist du denn? Seid vorsichtig mit dem Feuer. Was für Feuer? Ich befand mich gleich außerhalb von Ivarstadt, als es geschah. Mhm. Es ist wirklich aufregend. Mhm. So etwas ist seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Wenn die wüsste. Eine einfache Pilgerin. Ich würde es gerne dabei belassen, wenn's recht ist. Ich weiß, wie sie heißt. Sie heißt Carita, es steht da. Ich meditiere über die Symbole. Mhm. Ich unternehme diese Reise alle paar Jahre. Du musst ja Zeit haben. Arbeitet wahrscheinlich nichts. So, lass mal lesen. Kühne wandte sich an Partonax, der Mitleid mit den Menschen hatte. Gemeinsam brachten sie den Menschen bei, die Stimme einzusetzen. Daraufhin wütete der Drachenkrieg, Drache gegen Zunge. Okay. Weiß ich Bescheid. Boah, mit den Nordlichtern und die Aussicht, voll geil. Ich würde hier schon sehr gerne wohnen. Glaube ich. Vielleicht nicht unbedingt in den Kriegszeiten, aber so grundsätzlich Himmelsrand ist schon wirklich sehr schön. Das muss man einfach mal sagen. Lydia, du machst das, ne? Ich hab großes Vertrauen in dich. So. Haben wir das? Er war gerade bestimmt auch am Meditieren und wir haben ihn bloß gestört. Da wäre ich auch ein bisschen wütend gewesen. So, die Menschen siegten, sie schrien Alduin aus der Welt und sie bewiesen, dass ihre Stimme auch stark war, obwohl sie viele Opfer zu beklagen hatten. Och ja, die Armen. Mi. Immer nur am Jammern. Scheiß Menschen. Okay, ich dachte gerade, da liegt was. Habe ich mich verguckt. Ja, genau. Deshalb nenne ich den Stream auch immer Wochenendtrip nach Himmelsrand. Ich würde einfach mal so für eine Woche oder vielleicht auch zwei, würde ich hierher kommen. Ich finde es halt wirklich idyllisch. Wenn man halt den Krieg nicht sieht. Der ist natürlich alles andere als idyllisch. Mit brüllenden Zungen erobern die Kinder des Himmels. Sie gründen das Erste Reich mit Schwert und Stimme und die Drachen zogen sich aus dieser Welt zurück. Okay. Jetzt sind sie halt wieder da. Wobei man ja, wenn man das so liest, eigentlich mit allem Recht, ne? Die Drachen waren vor uns da. Wir haben uns ihr Territorium praktisch geklaut. Die Zungen am Roten Berg verschwanden gedemütigt. Jürgen Windrufer begann seine 7-jährige Meditation, um zu verstehen, wie die starken Stimmen versagen konnten. Nice. Aber sind wir jetzt bald da? Ich hasse Treppenlaufen. Ich bin generell sehr bewegungsfaul.
Jürgen Windrufer entschied sich für die Stille und kehrte zurück. Die 17 Disputanten konnten ihn nicht niederschreien. Jürgen der Stille erbaute sein Heim auf dem Hals der Welt. Okay. Mega geil. Rebellion, Drachen, Assassin, die. Hä, hey, aber ist doch voll cool. Man muss sich halt bloß irgendwie zu verteidigen wissen. Und ich denke, wenn du an so einem Ort groß wirst, dann lernst du das ja schon. Das wird dir praktisch schon in die Wiege gelegt, dass du dich verteidigen musst. Und ich glaube, dann ist das auch nicht so schlimm. Gut, Kinder sterben und so. Nach jahrelanger Stille nannten die Graubärte einen Namen. Tiber Septim, damals noch ein Jüngling, wurde nach Hochrodgar gerufen. Sie segneten ihn und nannten ihn Dovahkiin. Ja. Warum? Und jetzt haben sie mich. Den Idioten, der nicht mal mit seinem Bogen umgehen kann. Sehr schön. Die Stimme bedeutet Verehrung, folge dem inneren Weg, sprich nun wahrer Not. Ganz ehrlich, wenn ich nicht reden würde, würde mir vermutlich niemand mehr zuschauen. So, pass auf. Ich kann ja wieder mit Schnellreise hoch, von daher. Einfach nur, dass er Bescheid weiß. Müsst ihr mich wirklich ausgerechnet. Alter, halt die Fresse ohne Scheiß, ich bring den Typen um. Ah, schön euch wieder. Das ist ein Aufstieg, was? Ja. Auf jeden Fall weiß ich es zu schätzen. Gleich nochmal. Nehmt diesen Lohn für eure Mühen. Alter, das ist ja mal anders großzügig. Dankeschön. Danke. Weißt du, ich habe einen Drachen getötet. Dafür 500 Septim. Ich bin da hochgelaufen, 1000. Das nenne ich Dankbarkeit. Richtiger Ehrenmann. Hinter der Tür war eine Mauer. Hallo? Hallo? Leck mich fett. Die haben ja wirklich graue Bärte. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Okay. Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Lalalala. Lasst uns die Macht eurer Stimme spüren.